Los. Jo, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Super Mario 64 Decades Later mit dem lieben Marci. Das bin ich, hallo. Ja, und Mario, ne? Ja, du warst hier in dem Level. Ich muss jetzt mal ganz kurz... Ich habe alles komplett, glaube ich, gemacht. Ganz kurz gucken. Habe ich nicht alles komplett gemacht? Im ersten fehlt uns ein Stern, aber im zweiten noch nicht. Aber der Schalter. Wir haben die Flugcap noch nicht. Ah, gehen wir hier rein. Im Dark Mode. Achso, habe ich da doch nicht alles gemacht. Nee, da hast du nur angefangen. Da hat Zeit nicht gereicht. So, was haben wir denn hier stehen? Ach so, ja, stimmt. Fail. Achso, don't worry if you fall into a pit or London quicks. Also, das kennen wir schon. Das haben wir alles. Also. Achso. Hast du den 100 Münzstern? Nein, hast also 64, 80 Münzstern. 80 Münzen. Sollte ich vielleicht bei Gelegenheit auch mal mitmachen? Hm? Was meinst du? Ja, schon. Ja, das könntest du. Also, ja, dann mach ich das. Ich meine, ich will dich nicht aufhalten. Nein. Ich könnte es gerne machen. Ach, weißt du, was ich noch machen wollte? Das habe ich vergessen. Oh mein Gott, jetzt kommt's. Ich wollte ja eigentlich auf Discord mal den Sound vom Mikrofon durchschleifen, damit du einen besseren Ton von mir hast. Den habe ich ja jetzt schon. Und ich ein Mikrofon weniger im Gesicht hängen habe. Habt ihr jetzt das Mikrofon-Ding jetzt geklärt? Wow. Nein, haben wir nicht. Ja, warum sagst du besseres Mikro-Dings? Nee, es ist immer noch dasselbe, nur während ich ja mit dem Tischmikrofon aufnehme, tue ich zusätzlich ja auf mein Headset, das Headset tue ich aber auf Discord. Also im Prinzip hörst du mein Headset und das hat halt im Prinzip eine etwas schlechtere Tonqualität, also eine deutlich schlechtere, weil mein Headset einfach... Das Mikro von meinem Headset, es tut's vielleicht für Konferenzen, aber gebündelt mit dem absoluten Rauschen, das auch von der Soundkarte kommt, und da kommen wir gleich zu einem Thema. Also ganz ehrlich, also ich höre dich ohne Rauschen. Ja, weil Discord es filtert, aber im Prinzip... Jetzt kannst du auch bei OBS filtern. Ja, aber weißt du, wie schlimm das Rauschen ist? Und meine Freundin hat sich jetzt ein Headset gekauft, ein richtig gutes Headset. Das hat eigentlich auch einen guten Sound, meine ich. Und das hat halt nun mal, das sind diese 222 Euro gewesen, ja? Jetzt haben wir noch ein Problem. Und zwar ein großes Problem. Wir können ja das Rauschen filtern. Größtenteils. Ja. Das Problem ist, dass dadurch natürlich die Tonqualität ihrer Stimme leidet. Nein. Doch. Nein. Hast du eine Ahnung, wie schlimm das Rauschen ist? Ich habe keine Ahnung. Der Mann denkt, ich habe keine Ahnung. Leute. Das Rauschen, und wir haben uns sehr viel belesen. Und deswegen hat man eigentlich die Hoffnung, ich hatte eigentlich gedacht, du bist im Besitz einer extra Soundkarte, aber scheinbar nicht. Du lebst mit einer Onboard-Soundkarte. Wir haben nämlich gelesen, was es bedeutet, eine Onboard-Soundkarte, also was die Onboard-Soundkarten in der Regel scheiße sind. Und warum die scheiße sind. Und was die Lösung dafür ist. Und zwar, Tatsache war, die Lösung ist, achso, ich bin ja blöd. Die Lösung ist entweder eine gute Inboard-Soundkarte oder halt eine sehr, sehr gute externe Soundkarte per USB. Ja. Also bei dir blicke ich mittlerweile gar nicht mehr durch. Ach, warte, da kann ich ja nicht hin, weil Schalter. Aber ich wollte die Münzen. Ja. Ja, genau. Pass auf. Und jetzt haben wir Leute, ich erkläre es euch. Und das Problem ist jetzt, das ist das mit dem Headset. Das Mikrofon, was wir haben, ja? Da haben wir das Mikrofon, was wir gekauft haben, das waren auch 130 Euro. Ja. Richtig guter Sound, aber... Ja. Gut, es nimmt ein bisschen viel von mir auf, aber ein bisschen viel von den Störgeräuschen, die man selbst macht, aber das lässt sich beheben, wenn man das andere Problem behebt. Und zwar, dass wir uns gegenseitig hören. Ich kann nicht noch mehr, ich filter schon viel raus von der anderen Person neben mir. Hast du das so gemacht, wie ich es dir erklärt habe? Ja, wie denn? Siehst du, du hörst mir auch gar nicht zu. Ja, weil ich es vergessen habe. Ich habe es ganz bestimmt gemacht. Ich habe viel gemacht. Ich habe sehr viel gemacht.
ich muss euch mal was sagen. Frag der Mann, meine Freundin. Ich der, habe der sagte mal, er hat alles getan, alles auf der ganzen Welt. Und dann komme ich plötzlich und sage ihm das und das. Und dann sagt er, ja, das muss ich nicht, das ändert sich ja sowieso nichts. Nee, komm, erzähl. Ich sag was, dir jetzt was. Was war? Was los? Also, pass auf. In OBS gibt es verschiedene Filter. Ja, die habe ich fast alle auch. Ja, fast alle. Ich habe viele der gängigen Filter auch benutzen müssen. Und teilweise auch mehrere an verschiedenen, also mehrere desselben Typs an verschiedenen Stellen habe ich auch versucht, da noch ein bisschen mehr rauszuholen. Indem ich Feinjustation gemacht habe, aber das hat alles nicht gebracht. Ja, hast du es auch vernünftig eingestellt? Hey, ganz ehrlich, ne? Also nicht. Wenn man die Person im Rohzustand ohne Filter. Ja, nicht im Rohzustand. Nein, doch, pass auf, weil dagegen kann ein Filter nichts. Wenn du selbst. Doch. Pass auf, du selbst. Schlägst den OBS bis zwischen minus 30 und minus 10 dB im Rohzustand ohne vor den Filtern. Die Person neben dir macht das nämlich auch schon fast. Die ist bis zu minus 2, also in deinem Bereich. Also selbst wenn die nur bis minus 30 gehen würde, wäre es problematisch, weil du kannst schlecht sagen, ich hacke die Person, also ich hacke alles bis minus 30 ab und also alles bei OBS nach die Rauschfilter komprimiere drin. Ich dann. Ja, das nützt doch nichts. Der nimmt doch Gespräche der Person neben mir auf. Hast du... Ja, ich kann das jetzt nicht alles erklären in der Aufnahme. Pass auf, du machst gleich Übertragung und ich. Ja, das kann man sehr gerne machen. Ja. Leute, wenn ich das gelöst habe, kriegt ihr bei mir in der nächsten Folge eine Special Edition Folge, wie der Mann zugibt, dass ich recht habe. Und alles ist wieder wunderbar. Ne, das Problem einfach ist, dass ich weiß nicht, hast du schon mal überhaupt mit diesen Filtern gearbeitet? Ja. Natürlich! Das weiß ich ja nicht. Wir haben ja nie drüber geredet. Und wie? Ich hab mich mit all diesen ganzen, Dreiviertelscheid aller verfügbaren Filter von OBS, inklusive einiger VST-Plugins, insgesamt inzwischen bestimmt 2 Wochen ohne Schlafen beschäftigt. Wirklich. Inzwischen. Es kann ja nicht sein, dass ihr euch ein teures Headset leistet und es nicht funktioniert. Es ist technisch einfach nicht machbar, wenn eine Person neben dir viel zu laut ist. Ja, aber wie sitzt ihr denn komplett nebeneinander, oder was? Ja, na freilich! Ja, warum holt ihr euch denn nicht ein ganz Standard-Mikrofon, wo ihr beide drauf sprechen könnt? Weil wir beide beide separat voneinander aufnehmen. Wir nehmen separat. Ja, das ist ja das Problem. Ja, aber warum stellt ihr das nicht zwischen ein bisschen weiter auseinander? Weil wir separat aufnehmen. Sie nimmt auf und ich nehme auf. Und ich darf nicht bei ihr mit dem Mikrofon drin sein, weil ich ja über Discord drin bin. Und selbst wenn nicht, müssen wir die Problematik lösen, dass sie, während wir zum Beispiel Minecraft aufnehmen, kann sie Final Fantasy aufnehmen. Aber das geht dann auch nicht. Also, warum nicht? Weil ich ständig in ihrer Aufnahme zu hören bin. Oder Peaks zumindest. Peaks. Ja, du bist ja sehr laut, deswegen, das kann ich mir auch gut vorstellen. Aber. Nein, Spaß beiseite. Aber. Pass auf. Ich weiß ja nicht, wie das so bei euch ist, so mit den Kabeln und so. Kann ich. Aber ist es nicht möglich? Also, ich frage jetzt nur, ob das möglich ist. Einen etwas weiteren Abstand voneinander zu halten. Nur etwas. Nein. Da ist kein Platz dafür da. Warum nicht? Die Kabel wären nicht das Problem. Es ist kein Platz da, weil der Raum nicht größer ist. Es geht nicht. Es ist... Und was ist gegenüber? Gegenüber ist die Wand. Ja. Und am Ende vom Schreibtisch ist... Am einen Ende des Schreibtisches ist die Wand und am anderen Ende vom Schreibtisch ist ein Schrank. Und da folgt der Fernseher ohne Platz dazwischen. Es ist alles bis auf den letzten, selbst den PC von Jasmin, selbst den PC von Ebony haben wir
den haben wir haben vorher ausgemessen, was passt rein und haben dann das Case des PCs entsprechend des Platzes gekauft. Ja. weil ja viel mehr Platz ja nicht ist. Was ist denn bei euch los? Das hört sich ja an wie... Ja, wir müssen mit dem leben, was wir halt haben. Ja, aber... Wir müssen mit dem irgendwie uns zurechtfinden und das stellt uns halt vor Herausforderungen und da ist sie halt... Sie hat doch einen Laptop, oder? Nee, nicht mehr, weil der Laptop, damit kann sie nicht aufnehmen. Der ist weit nicht performant genug, damit sie damit aufnehmen kann. Damit kann sie gerade so Minecraft spielen mit ganz, ganz, ganz viel ruckeln. Ach so, sie hat einen PC jetzt. Ja, sie hat jetzt einen PC. Ach so. Den Laptop könnte sie ja, klar, theoretisch einfach packen und nach drüben, ja, aber der hat halt ja die Leistung, ne? Damit kannst du echt nicht aufnehmen. Kannst du knicken. Also wenn sie damit aufnehmen will, kann sie aber währenddessen nichts anderes machen. Also sie kann dann nur aufnehmen und nichts spielen. Und wenn sie spielt, dann nur mit ruckeln. Ja, aber theoretisch gesehen... Ja gut, okay, das ist so... Das... Aber... Also ich, wenn mein Arm ausstreckt, kann ihren Stuhl anfassen. Das meine ich. Wir sitzen nebeneinander. Uns trennt nichts, außer eine Erwähnung. Ja? Okay, aber sie könnte jetzt sich theoretisch gesehen anders positionieren. Nee, kann sie nicht. Es gibt nur die Variante. Marci, ich erzähl dir jetzt mal ganz kurz. Ich weiß es ja nicht. Das ist hängend am Kabel, scheiße. Wir haben ohne Mist, ja, bevor sie eingezogen ist, bestimmt ein Vierteljahr philosophiert, wie wir unsere Schreibtische stellen können. Moment, jetzt haben wir eine Sekunde. Was macht der Mann jetzt schon wieder? Ebony hat ihr ein Bild geschickt. So sieht's bei uns aus. Oh mein Gott, sie hat ein Bild geschickt. Und nein, es geht nicht anders. Wirklich nicht. Oh, das sieht ja nice aus. Ja, eigentlich schon. Aber... Das sieht echt hübsch, also so schön. No? Aber es ist halt das Problem mit dem... Warte, ich muss mal eher ranzoomen hier. Ja, zoom mal. Warte. Ja, Leute, ihr kriegt jetzt hier... Absolut... Oh mein Gott, sieht das toll aus. Ey, ihr habt das aber richtig gut verkabelt und so. Ja, na selbstverständlich. Allein an der Verkabelung habe ich insgesamt bestimmt 3 Tage gesessen. Nee, also 2. Aber wie ich sehe, geht das. Also es ist möglich. Was ist möglich? Ja, das, was ich gesagt hatte. Guck mal, ihr sitzt doch nebeneinander quasi. Ja, genau. Wenn sie jetzt sich positionieren würde, ein bisschen schräg. Da geht der nicht. Doch. Ja, aber das reicht nicht. Nein, nicht den ganzen Schreibtisch. Nee, ich weiß, was du meinst. Das haben wir probiert. Wir haben probiert, dass das Mikrofon im Prinzip mit dem Rücken zu mir zeigt. Es macht's minimal besser. Nein, nicht mit dem Rücken. Doch. Minimal macht's besser, aber nicht viel. Sie hat doch ein Headset. Ja, das haben wir auch probiert. Das kann doch gar nicht. Oh mein Gott. Oh, die PlayStation 5, ihr habt die in liegen. Was? Also. Was haben wir? Ja, ich gucke jetzt hier ganz genau bei euch so, weißt du? Ja. Warte, so viel ist doch gerade auf dem Bild drauf. Ich kriege hier Exklusivbilder. Ja, Leute, mehr sage ich euch aber dazu nicht. Nee, aber, ja. Nee, sie sieht sehr nett aus bei euch. Aber, ich hab schon eine Lösung gefunden. Ach, warte, auf dem Bild ist ja gar nicht mehr drauf. Du nicht, aber ich schon. Ach warte, da war er schon. Ja, ist er auch schon ein bisschen her, ja. Also, nee, mein Problem ist, ich möchte einen, ich hätte ganz gerne jemanden, der tatsächlich in der Branche Tontechnik tätig ist. Ich weiß nicht, vielleicht schaut ja jemand in den Kommentaren zu. Wer ist in der Branche tätig und kennt sich gut mit Mikrofon aus, mit Mikrofonarten,
Verbindungsarten, entsprechend vielleicht auch PC-Verbindungsmöglichkeiten, Soundkarten etc. Egal was. Aber die, das Problem ist gleich gelöst. Nehmt mich ernst. Schaut mal, gebt mir mal einen Tipp, wenn ihr mal einen geben könnt. Was ihr empfehlen würdet in unserer Situation. Ich meine, ich habe das doch halbwegs räumlich beschrieben. Das ist wirklich eine Scheißsituation. Ja. Was ist da machbar? Was vielleicht auch keine 2000 Euro kostet? Nein, es muss gar nichts kosten. Doch, muss es. Es liegt einfach an den Einstellungen. Nein. Nein, nein, Masi, doch, nein. Doch. Das ist das Problem. Wenn das Mikrofon schon zu viel aufnimmt. Wir haben ja auch die Empfindlichkeit ganz runtergestellt. Bloß wir müssen die Empfindlichkeit entsprechend so stellen, dass selbst wenn man mit dem Mund am Mikrofon klebt, man noch zu hören ist. Dann kann man zwar ja auch den Hintergrund halbwegs rausfiltern, aber immer noch ist es zu intensiv. Also die andere Person redet. Das ist ja kein Rauschen. Das ist ja wirklich. Ja. Das ist ja kein Rauschen. Das muss ich eigentlich machen. Secret Doors. Ich guck gleich in den Dingsbau bei dir und dann. Secret Doors. Cage of the Secret Doors. Ich bin gerade ein bisschen. So, wo muss ich denn hin? Ich muss jetzt wieder mal das Denken anfangen. Also, pass auf. Ich bin gerade. Rein geht's auch, ja, aber was will ich da, ne? Secret Doors. Edge of the Secret Doors. Wir haben hier eigentlich so viel gar nicht mehr zu sammeln. So. Ja, ich weiß ja gar nicht, was du jetzt gerade machst. Ja, an Stern sammeln. Ich suche einen Stern. Ich muss mal ganz kurz gucken, aber wie, wo, was weiß Obi. Achso. Ja, Leute, ihr werdet das in der nächsten Aufnahme dann mitkriegen, ob ich die Lösung gefunden habe oder nicht. Das dauert auch nicht lange. Ganz ehrlich, wenn wir zwei uns danach hinsetzen, dauert das ja alleine eine halbe Stunde, bis wir das alles durchhaben. Das dauert keine halbe Stunde, weil ich nur in OBS rein muss, um das bei euch zu gucken. Dann ist das Ding schon durch. Ich brauche doch nur die beiden Sachen, mehr brauche ich doch gar nicht. Du willst eigentlich nur gucken, weil du mir nicht glaubst, oder? Nein, ich glaube dir das wirklich. Aber ich glaube nicht, dass es nicht lösbar ist. Ist es? Es ist in unserer Situation nicht machbar. Wir bräuchten Mikrofone. Ich brauche keine Mikrofone. Wir brauchen vor allem bräuchten. Mich. Schalldämmung, und zwar an allen Wänden hier in der Umgebung, in diesem Raum. Aber das können wir nicht machen. Das können wir nicht machen. Braucht die auch gar nicht. Wenn wir das hätten, würden wir schon dadurch, dass wir die Echos abfangen, unglaublich viel auch mit von Input abfangen, weil das ist ja mit. Das ist ja mit der Grund auch, warum das, egal in welcher Position, egal wie man sich dem anderen den Rücken zuwendet, ja trotzdem alles aufnimmt. Schlicht und ergreifend, aus dem Grund, Warum bin ich eine Flugkappe hier? Ah. Ja, auch, aber ich hoffe schon, dass wir noch einen Stern zurückkriegen. Ja, wie viel kriegt man denn überhaupt noch? Ja, das sehen wir jetzt gleich. Ja, kannst du dich gleich eben auf Dings gucken? Ja, eben nicht. Ja, warum nicht? Aber hier war. Kannst du auf den Start gucken, oder nicht? Oh, jetzt siehst du die Schilder wieder vor. Oh, Leute. Ich lese! Okay, bitte komm. Nicht! Da war ich doch schon! Ja, ich weiß! Mal guck, Exit-Kurs. Extra für dich. Ja. So, pass auf, dann gehen wir jetzt in Kurs 3. Wir gehen jetzt in Kurs 3. Ja. Kurz 3. Da sein, ne? Ja, ja, natürlich. Einfach rein da. Ach, sieht das schön. Der Mann hat jetzt sogar Vorteile. Das sieht schön hier aus. Der kann nämlich jetzt schön die guten Sterne abgreifen, weißt du? Schön sieht es schön aus. Oh. Warte mal, was hast du jetzt gerade versucht? Lass uns einmal ganz kurz das Bild hier angucken.
Oh, das sieht nicht schön aus. Das sieht schick. Oh, das sieht... Das sieht verschwommen aus. Das sieht mal nicht so leer. Schön. On board the... On board of the ship. Ja, gucken wir mal. On board of the ship. Oh ja, geil. Einfach nur besser als einfach nur besser. Wo, da hinten ist ja gar nichts. Da hinten ist Himmel, da ist Meer, das große, weite Meer. Oh. Ist, oh. Das sieht nach einem Level, was ich ungern mache. Deswegen fange ich ja an. Neo Fast Swim. Ja, das kennen wir schon. Das haben wir ja. Das habe ich schon am Anfang mal durchgelesen. Oh ja. Oh, Leute, schaut euch das an. Das sieht nach einem Level aus, Leute. Das sieht wo man erstmal. Ja. Wo man erstmal so viele Minuten braucht, um irgendeinen Stern zu finden. Ach, Quatsch. Wir gehen schon gerade zum ersten Stern. Weißt du das? Upsa, warte. Ja, das sehe ich ja gerade. Du tauchst schon unter. Wir gehen zum ersten Stern. Ja. 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 Ach, Leute. So ist das hier. Leute, ich kann euch eins versichern, mit uns beiden wird es nicht langweilig. Weißt du, das Diskutieren ist bei uns so Tag und Gäbe. So. Der Mann, der glaubt mir nicht. Ich glaube ihm nicht. Ja, genau, wenigstens was, ne? Wenn dann glauben wir uns schon beide nicht, okay? Aber ich glaub dir ja, aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass diese Lösung nicht gelöst werden kann. Kann schon, aber das ist halt mit anderen Mitteln. Nein, du musst kein Geld ausgeben hier. Wie wir es nicht wollen. Ja, musst du auch nicht. Das geht aber nicht! Doch, das geht. Ich werde nicht mehr. Was machst du denn? Du drehst dich jetzt zum zweiten, dritten Mal um diesen Ding, glaube ich schon. Ich weiß, was das ist, wie ich da weiterkomme. Ja, da steht ist kein Schild. Du musst schon weitergehen. Ich weiß, aber da komme ich ja nicht. Das ist kein Story-Spiel. Master. Oh, ich habe eine Idee? Ja, du kannst auch weitergehen. Geradeaus ist irgendwas wieder. Nein, da kommst du nicht hoch. Ich weiß es doch jetzt gerade. Ich wollte doch raus. Aber ich wüsste schon gern, was das hier soll. Ja, da kannst du irgendwann hoch. Ah, doch, da komme ich. Oh, jetzt wieder das versuchen. Oh, das kann nicht funktionieren. Leute, also da passiert heute kein Stern mehr. Es kann nicht. Okay, es also wenn nicht. Du das schaffst, ist allerhöchsten Respekt auf der ganzen Welt von mir. Oh, cool. Ganz ehrlich, wenn du das schaffst, gebe ich dir auch komplett recht mit deinen Einstellungen. Wenn du es von der Distanz geschafft hättest, ja. Das ist aber definitiv nicht machbar. Das ist fucking nicht machbar. Das ist nicht machbar, aber bei mir ist es machbar. Plötzlich! Ach, du redest wieder von... Ja, komm. Ja, natürlich. Komm. er hat halt etwas später gecheckt. Das ist schön. Ach ja. Ach ja. Ach Leute, und das auf dem Montag hier bei uns. Ja, ne? Wie jetzt schon 49? Ja, 49. 59. Das ist das Schiff. Hier gibt's gleich einen Stern. Du gehst überall schon hin und hast nicht mal einen Stern. Ja, warte, ich muss ja erkunden. Ist hier überhaupt schon ein Stern? Ich muss erkunden. Außerdem, wer sagt denn, ich muss immer die Münzen sammeln, hä? Wer sagt denn, das machst du doch schon automatisch. Ja, nee, eben nicht. Doch, du hast doch schon 53. Ja, jetzt, weil ich überall hin bin. Anders als sonst. Ne? Ja, dann kannst du die auch gleich alle sammeln. So, Schild. Oh, bitte nicht. Point of advice. Hold the R-Button to get max height off of an old block. No timing needed. Okay, cool. Und hast du es verstanden? Ja. So. Aber da geht's zum Stern und ich sammle die 60 nicht ein. Ja, rechts. Oh, bitte nicht. Da waren gerade Münzen. Ja, aber dann komme ich halt immer hoch. Da muss ich wieder. Wie siehst du zum Stern? Ich müsste ja wieder hochlaufen. Nein, ja. Ich sammle lieber die Münzen nochmal ein. Ja, aber da ist doch... Oh, jetzt da ist ein Stern. Geh da nicht hin. Kannst die Münzen sammeln. Das ist doch jetzt... Oh, ja gut, okay, Marc. Marc, ich kann nicht hinsehen. Geh nicht hin, Mario. Es sind 80 Münzen, die er jetzt... Ich zieh dich weg. Ah. Okay, nee, komm. Scheiße. Oh.
Ja, das, also das war Karma. Also wirklich. Oh Leute, das war so richtig Karma. Ich mache immer das, zu Safe States, vergesse aber, wann ich Safe States gesetzt habe. Deswegen nein, das ist überhaupt verdient, dass du kein Safe States gesetzt hast. Nein, ich habe, glaube ich, aber so ich merke es mir nicht, damit ich alles hier einen gemacht habe. Das ist gut. Nee, ich. Ah, Mann. Doch. Das ist ja aber auch so beschissen. Was ist das denn? Ach ja. Was ist okay, das jetzt, denn? Jetzt. Jetzt mag ich die, jetzt mag ich die Folge. Das ist. Ja, das, ist das war klar. Ja, das war klar. Ah, das war klar. Ich glaube, die gucke ich mir, die muss ich mir auf jeden Fall merken. Die werde ich mir nochmal reinziehen. Oh ja, ist das schön. Wie er genüsslich wie er jetzt die ganze Zeit runterfällt. Wie er gerade genüsslich lacht. Ey. Ja, du isst die ganze Zeit, während ich aufnehme und ich amüsiere mich jetzt mal. Ach, amüsieren? Ja. Essen ist voll anstrengend, dass du das mal weißt. Leute, er isst und weißt du, und dann müsst ihr euch vorstellen, er isst, er geht, er macht alles. Und wenn ich mich mal amüsiere, nein, gar nicht. So, nächster Stern. Oh, Leute, ich bin jetzt schon wieder fertig. Oh. Wobei, was heißt hier nächster Stern? Leider nicht. Ich leider nicht. Du bist extra jetzt reingegangen. Jetzt kannst du auch nochmal einen Stern sammeln. Und 20 Minuten haben wir. Das reicht. Ja, aber den hättest du vorher nachgucken können. Das reicht. Jetzt bist du extra hier rein. Leute, das ist so eine Enttäuschung, oder? Also wirklich. Das ist reicht. Das reicht. Reicht. Oh. Reicht. Jetzt habe ich die ganzen restlichen wieder mal. Oh. Okay. Ja, gut, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Dabeisein. Nächstes Mal auf dem Marsis Kanal. Schaltet wieder ein nächste Woche. Bis dahin. Ciao. 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 Oh.